mal, alle sind wohlbehalten angekommen und sind jetzt noch in den Tüten. Und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen reingeillert. Und allen Tieren geht's gut. Also das ist das Männchen Nummer 1. Die Tüten sind auch super schön irgendwie. Das ist Männchen Nummer 2. Sind alle fit, das Wasser ist nicht allzu kalt. Das ist Mädchen Nummer 1. Auch fit. Und das ist das Mädchen Nummer 2. Ebenso fit. Und die liebe Sabrina hat mir hier noch so einen schönen Anhänger zugelegt. Der ist fast schon zu schade, um den sich an den Schlüssel zu hängen, aber vielleicht mache ich das. Und solche Seemandelbaumblatt-Teebeutel, total die coole Idee. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Mache ich nachher mit heißem Wasser einen Aufguss. Und dann hat sie hier noch so einen tollen Zettel dazu gelegt. Für mich ist das alles bekannt, aber was nicht bekannt ist, dass sie die aufsalzen tut zum Transport. Also total toll, dass sie das dabei legt. Muss ich mir auch merken. Und die Box, die kommt hier zu meinen anderen Boxen. Bisher nur eine, weil die anderen hatte ich weggeworfen oder die anderen Tiere verschickt. Für den nächsten Transport wird alles recycelt. Und ja. Dann werde ich jetzt mal nach dem Plan vorgehen und tue jetzt erstmal ein bisschen Salz. Hier ist alles gerade aus. Die Tiere haben hier schon ihre Becken. Hier habe ich schon ein bisschen Teewasser reingemacht mit Ehrenzapfen, wie man hier sieht. Und das ist gerade alles aus. Es ist nämlich mittags, darf immer aus, deswegen packe ich die jetzt aus. Und gewöhnen sie einmal dran. Und hier sehen die auch die anderen nicht. Und ja. Muckelige 25 Grad in jedem Becken und oder 24 jetzt, wo die Tür auf ist. Und übrigens hier im Fischzimmer haben wir 26 Grad. Also ist auch schön muckelig. Und viele fragen ja immer, ob es zu feucht ist. Nein, genau richtig. Ja, dann werde ich die jetzt da mal langsam einflicken und jetzt kommt ab wieder schnell durchlaufen.